Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute werden wir uns ein Stück Gameplay von Wolfenstein 2 anschauen, welches ich am Freitagabend in Frankfurt bei Bethesda spielen konnte. Grace? Still, Vollpfosten. Wenn Abby aufwacht, breche ich Ihnen das Genick. Der Silberfisch ist bereitgestellt. Tut mir leid. Hat einfach ewig gedauert, bis sie einschlief. Okay, los geht's. Zentrale. 5 Minuten. Meine Brüder und Schwestern. Seit einiger Zeit höre ich von diesem Widerstandsführer namens Horton. Horton? Horton. Horton. Okay. Fensterbrett. Regenschirm. Horton. Horton und seine Leute haben sich in der Zone von New Orleans verschanzt. Aber der Mann hat wichtige Verbindungen zu den übrigen Resten des Widerstands, Blaskovich. Sie müssen da rein und ihn für unsere Sache gewinnen, okay? Das wird aber nicht so einfach. Das Regime hat eine riesige Scheißmauer um New Orleans errichtet. Mit schwer bewaffneten Wachtürmen. Und die Küste ist komplett vermint. Da kommt das U-Boot niemals durch. Aber wissen Sie was? Scheiß drauf. Denn wir haben was anderes. Tut mir leid. Brauchten Sie das Boot? Ja, Sie Scheißer. Sie und Wild dringen in den östlichen Wachturm in Lake Bourne ein. Entschärfen Sie die Minen im Kanal zum Lake Pontchartrain. Dann steuern wir dieses Boot in die Stadt und holen alle Überlebenden an Bord. Hey, kleiner Mann. Was tust du hier? Es ist gefährlich hier. Du musst ganz leise sein. Wir müssen los. New Orleans zählt auf uns, meine Brüder und Schwestern. Ja, da habt ihr direkt bemerkt, eine ganze Menge Storytelling zunächst mal vorweg. Also eine relativ lange Zwischensequenz. Und laut Bethesda soll es auch wirklich so sein, dass das Verhältnis von Gameplay und diesen Story-Elementen sehr ausgewogen ist, als man also über diese einzelnen Zwischensequenzen auch sehr viel Geschichte erzählt bekommt. Ultra-Einstellung konntet ihr gerade sehen in Full-HD-Settings und ich hüpfe hier ganz kurz noch durch die Option herum. Ich habe das Ganze bei Bethesda mit einem Controller gespielt. Und ich bin da jemand, der invertiert spielt. Entschuldigung dafür. Ihr könnt natürlich Zielhilfe an- und ausschalten, Geschwindigkeiten einstellen. Bei Sound gucken wir mal rein. Ich mache mal die Sprachlautstärke höher.
Könnt ihr natürlich dann ganz auf eure eigenen Wünsche einstellen. Ich habe das Gameplay ein ganz klein bisschen zusammengeschnitten, ganz klein wenig, ganz einfach dadurch, dass es schon ein wenig fortgeschrittenes Level war. Und wenn du es zum ersten Mal in der Hand hast, muss ich sagen, es stand auf sehr schwer, dann bekommst du auch schon ganz gut um die Ohren gehauen. Aber auf einer moderaten Schwierigkeitsstufe kann man sich dann ganz gut da durchkämpfen, würde ich sagen. Also jeder normale Shooter-Spieler wird sich da relativ schnell zurechtfinden. Für die Leute, die es aber gerne anspruchsvoll haben, die können sich eben mit einem schwierigen Schwierigkeitsgrad dann rumplagen, sozusagen. Ich passe hier die Waffen an. Wir hatten, glaube ich, direkt 15 Verbesserungen zur Verfügung in dem Moment, wo wir spielen. Wenn ihr das von Beginn an spielt, ist es natürlich so, dass ihr diese Extras, die ihr auflevelt für eure sehr, sehr unterschiedlichen Waffeln, habe ich jetzt Waffeln gesagt. Hashtag Hunger oder Hashtag Waffeln jetzt gerne in die Videokommentare am Sonntagnachmittag. Für die unterschiedlichen Waffen halt könnt ihr dann nach und nach eure Punkte verteilen und verstärkt diese sehr unterschiedlichen Waffen dann nochmal um ein Vielfaches. Blaskovic, zum alten American Bank Gebäude. Dort haben sich Horton und seine Leute verschanzt. Finden Sie sie. Gewinnen Sie sie für unsere Sache. Die American Bank. Als wäre der Dollar noch was wert. So, dann wollen wir mal eine Runde spielen und ich hoffe, dass das jetzt nicht komplett daneben geht. Ich werde das Gameplay so ein ganz klein bisschen zusammenschneiden, die häufigsten Tode erstmal rauscutten und ja, sehr geschickt, ich wollte neben dem Bus direkt ins Wasser springen. Hat dann auch nicht so gut geklappt, aber Blaskovic hier immer noch bei 100% Gesundheit, also überhaupt kein Problem für mich. War, glaube ich, auch eine Straßenbahn und gar kein Bus. Erster Eindruck auf jeden Fall, als ich das Spiel gestartet habe, mit diesen ganzen Lichtreflexionen und der Sonne, die sich auf dem Wasser bricht und so. Es sieht sehr, sehr fein aus und es sieht überraschend hübsch und schick aus, fand ich. Also es war mein erster Eindruck, wie gesagt, PC-Gameplay, Ultra-Settings, erster grafischer Eindruck. Wirklich hübsch, gerade wenn gleich so diese Szenen dazukommen, wenn so Mündungsfeuer und solche Geschichten, Partikeleffekte dazukommen, wenn so ein Flammenwerfer zum Einsatz kommt und so. Dann sieht das Spiel richtig gut aus und spielt auch seine Stärken mit Licht und Schatten aus. Kurzer Hinweis direkt vorweg, weil ich genau weiß, dass die Frage so oder so aufkommen wird. Wolfenstein 2 unterscheidet sich in der deutschen Version im Gegensatz zur internationalen Version natürlich darin, dass man keine Zeichen aus dem Nationalsozialismus verwendet, weil es ganz einfach mit § 86 des deutschen Strafgesetzbuches nicht konform gehen würde. Also ist die deutsche Version quasi komplett von Nazi-Symbolen bereinigt worden. Ich finde, das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Ich finde sogar, dass das Regime eher sogar noch so ein bisschen fiktiver rüberkommt, aber Geschmackssache, ob ihr da auf die internationale Version zurückgreift oder ob ihr die deutsche Version spielt, die ansonsten meines Erachtens in keiner Art und Weise geschnitten wurde. Bei der Story ist es jetzt ganz einfach so, dass das Regime Amerika erobert hat und momentan Manhattan ganz einfach zugrunde richtet. New Orleans wurde mit Mauern quasi in so eine Art riesiges Gefängnis verwandelt und das Regime säubert jetzt systematisch die Stadt und brennt die kompletten Bewohner und Häuser nieder. Und die marschieren halt einfach durch die Stadt, benehmen sich ziemlich daneben und da gibt es natürlich nur einen, der da noch was gegen hat und das ist dann BJ Blaskovic. Also die Vereinigten Staaten versuchen sich da mit BJ nochmal ein bisschen zur Wehr zu setzen und ganz einfach die Revolution zu starten. Ob das denn gelingen wird, müsstet ihr dann in der Vollversion sehen. Auf jeden Fall kann man natürlich eins sagen, dass der Kollege Blaskovic hier schon ordentlich Feuerpower dabei hat, um es mit einem kompletten Regime anzulegen, sich mit einem Regime anzulegen. Akimbo ist im Übrigen auch möglich. Seht ihr hier zwei Waffen gleichzeitig in einer Hand. Blaskovic kann auf so eine Art Stelzen zurückgreifen. Also wenn ihr den Sprungknopf zweimal drückt, dann erhebt er sich quasi auf Stelzen und kann damit höher gelegene Passagen erreichen. Ich kann die Tragödie nicht rückgängig machen. Aber die Verantwortlichen bestrafen.
Wie wär's mit einer Abkürzung durch dieses Gebäude? Erstmal mit die fette Wumme aufheben, habe ich mir gedacht. Und dann nehmen wir das Gerät mal mit, aber erstmal schauen, wo geht's denn überhaupt hinein? Was ein bisschen ungewohnt für mich war, war, dass man Munition quasi nicht beim Auflaufen automatisch aufnimmt, sondern dass man es wirklich mit einem Knopfdruck vorher nochmal bestätigen muss. Aber dafür haben wir jetzt wirklich richtig ordentlich Feuerkraft dabei und können jeden Gegner quasi explodieren lassen. Leider nur mit wenigen Schüssen. Hunde sind auch mit am Start. Immer besonders tricky. Ja, und wie das dann leider ist, bei großen Kanonen, die haben zwar viel Feuerkraft und können dann teilweise auch mehrere Gegner gleichzeitig verbrennen, aber Munition leer, die haben halt ganz einfach nicht so viel Schuss im Lauf. Wir haben aber ein ordentliches Waffenrepertoire, konnte man ja gerade an dem Waffenrad sehen. Und im Gegensatz zu anderen Spielen, wo das Spiel dann manchmal ein bisschen langsamer wird oder so, rennt Wolfenstein in der vollen Geschwindigkeit weiter, während ihr eine Waffe wechselt. Also da muss man dann auch ein bisschen vorsichtig sein, in welchem Moment man eben die Waffe wechselt. Ist dafür jetzt Zeit oder begibt man sich zunächst mal ganz klar ein bisschen in Deckung? Wolfenstein typisch spielt sich das Ganze sehr glatt und sehr schnell und sehr rund. Also man hat wirklich so ein bisschen so dieses nice Oldschool-Ego-Shooter-Feeling, in dem das Ganze wirklich sehr schnell, sehr glatt abläuft. Auf dem PC hier mit einer sehr hohen FPS-Zahl auf jeden Fall. Und solltet ihr das später mal zu Hause spielen mit Maus und Tastatur, bin ich mir auch sehr sicher, dass ihr da noch wesentlich bessere Ergebnisse treffen werdet. Bei mir war es ganz einfach so, dass ich am Freitagabend zunächst Evil Within gespielt habe. Wirklich sehr lange, 2 Stunden, 2,5 Stunden. Also 2 Stunden Gameplay-Material habe ich da bestimmt aufgenommen. Dann habe ich halt Skyrim ganz einfach auf der Switch anspielen können. Doom gab es auf der Switch zu sehen. Und dann war es halt wirklich spät nachts. Ich glaube, es war hier schon nach 24 Uhr, als ich dann Wolfenstein gespielt habe, und ich glaube, hätte ich dann noch ein bisschen mehr Zeit gehabt und hätte man das ganze Level dann zum zweiten Mal gespielt, wäre das vermutlich vom Gameplay auch noch ein bisschen skillsicherer gewesen. So war das aber ein erster Eindruck. Ich mache euch noch ein zweites Video zu Wolfenstein 2. Mich würde natürlich am Ende interessieren, ob euch so ein Spiel überhaupt anspricht, ob euch das Ganze gefällt, ob ihr noch Bock auf ein zweites Video habt. Wenn ihr Lust dazu habt, gerne Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und haut rein.